Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Sherlock Holmes The Awakened. Genau. Wir müssen irgendwie jetzt... Guten Tag, Sir. Guten Morgen, Gentlemen. Hätten Sie gern ein halbes oder etwas feineres? Danke, aber im Moment brauche ich nur Informationen. Ihr gutes Ale muss leider warten. Zu schade, wirklich. Wissen Sie zufällig, wo ich Karten der örtlichen Gewässer bekomme? Sie werden im Büro des Hafenmeisters aufbewahrt. Aber ich fürchte, nur wer geschäftlich im Hafen zu tun hat, darf dort hinein. Sie verstehen. Ganz genau. Ich brauche eine Karte des schottischen Gebiets, wo all diese Schiffe in letzter Zeit Schiffbruch erlitten haben. In der Tat. Welch traurige Geschichte. All die armen Seelen, die auf dem Meer verloren gingen. Es scheint, als wäre der Teufel selbst dort am Werk. Warten Sie mal. Eine Karte der schottischen Küste, sagen Sie? Ich glaube, ich habe eine in meinem Zimmer da drüben, hinter der Bar. Hier ist der Schlüssel. Nehmen Sie ihn und sehen Sie selbst nach. Wenn Sie sie finden, können Sie sie mitnehmen. Oh. Oh. Danke. Das ging jetzt ja einfach. Ich habe, was wir brauchen, Watson. Jetzt sehen wir uns einmal diese Karte an. Scotland, West Coast. Sehen wir uns einen Moment mal die Fakten an, Watson. Kein Geheimnis kann einem wendigen Verstand entgehen. Lord Rochesters Sohn auf dem Weg nach Indien. Okay. Ein Foto von Rochester als junger Mann. Was? Indien, ne? Sehen wir uns einen Moment mal. Lord Rochesters Sohn. Sehen wir uns einen Moment mal die irischen Küste. Warte mal. Darf ich es nicht? Null.
Teilen folgt. Sehen wir uns einen Moment mal. Aber dich dann. Ach, der Code. 564-3606, warte mal. Den muss ich mal aufschreiben. Merkt sich doch kein Mensch. Warte. Wie der verdammte Code. Wie geht der? 564-3606-1-3-4, okay. So, ja, stimmt, weil da die Zahlen sind, ne? Ist das so ein Suchspiel da mal? Wo man so 5, 6. Ist ja auch einzelne Zahlen. Also einer, nur 1, 2, 3 oder so ein Scheiß. Sehen wir uns einen Moment mal die Fa- Ja. Ach so. Warte mal, es sind zwei Zeilen. Zwei Zahlen, hast du? Also eine bestimmt. Warte mal, 50 wird das hier sein, ne? 1, 2, 50, 3. Aha.
Sehen wir uns einen Moment mal. Ja, was ich eben jetzt habe. Was habe ich? Sehen wir uns einen Moment mal die... Ja... Wenn sie links im vertikalen Quadrant genauer... Alter, ganz ehrlich... Wenn sie... So, okay. Ja, aber was sollen die anderen Zahlen? 56? Sehen wir uns einen Moment mal die Fa- Breitengrad in die, mal, kann es ja die Fa- warte mal. Hier die 8. Lol. Hier die 56. Wow. Na wie? Sehen wir uns einen Moment mal.
Ja, also, wartet mal ganz, ganz kurz. So, So, ich habe es. Das war YouTube angeguckt, ja, ich bin ehrlich. Weil, ganz ehrlich, kommen wir mal mit den Zahlen. Watson, das bedeuten diese geheimnisvollen Zahlen. Länge und Breite. Sie geben einen Punkt an der schottischen Küste namens Ardnamurchan Merkham an. Bringen wir den Schlüssel zurück zum Wirt und fragen ihn, ob er diesen Ort kennt. Genau, jetzt haben wir das wenigstens. Genau, jetzt wollte ich den ganzen Tag noch dran, weil das wäre. Ja, ganz ehrlich. Kann er jetzt hier nicht den ganzen Tag dran sitzen. Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? In der Tat, Sie hatten recht. Ich habe die Karte gefunden, genau wie Sie gesagt haben. Können Sie etwas mit dem Namen Ardnamurchan Merkham anfangen? Aber ja, das ist ein Leuchtturm an eben dieser Küste. Der Legende zufolge wurde er über einem Piratenversteck errichtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, dieser Ort befindet sich mitten in dem Sturm, der all diese Schiffe zerschellen lässt. Ein ziemlich merkwürdig aussehendes Gebäude. Man sagt, der Kerl, der es gebaut hat, Stevenson hieß er, glaube ich, der hätte den Eingang mit fremden Symbolen, ägyptischen Obelisken und sogar einem Hund mit Flügeln verziert. Komisches Zubehör für einen Leuchtturm, nicht wahr? Okay. Dann. Barnes Buchhandlung, ja. Okay, gehen wir da wieder zurück. Ja, das bringt ja uns auch nichts, wenn wir jetzt die ganze Zeit uns die Map angucken. Ich bin da einfach nicht gut drin. Das ist so, das ist nicht mein Gebiet. Ja, ich könnte da jetzt 3 Jahre rumbrezeln, bis ich vielleicht auch immer selber hinbekomme. Mr. Holmes. Es ist mir gelungen, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Dieses Buch ist recht alt. Es erzählt von einer schrecklichen Sekte, die sich merkwürdigen Wesen verschrieben hat. Die Beschreibungen sind vage, aber wir können annehmen, dass der Ursprung dieses Mythos im zerstörerischen Leviathan aus der Bibel liegt. Eine Kreatur, die angeblich in einer seltsamen Stadt unter dem Meer schläft und träumt. Ein Albtraum, der im Meer schläft. Ganz genau. Die Seiten, die Sie mich zu übersetzen baten, enthalten ein Gebet oder eine Anrufung dieses Wesens und die Beschreibung der dazugehörigen Zeremonie. Um ehrlich zu sein, was in diesem Buch beschrieben wird, müsste einen zum Lachen bringen, wenn da nicht diese schrecklich obszöne, morbide und blutrünstige Sprache wäre. Und diese Zeremonie, was können Sie mir darüber sagen? Versprechen Sie mir, dass Sie nicht lachen. In dem Buch steht, dass vor Hunderttausenden von Jahren während einer bestimmten Sternenkonstellation ein Priester diese Riten vollzogen hätte und dabei den Namen eines zerstörerischen Leviathans ausgerufen hätte. Der Priester intonierte seinen Namen und rief ihn auf die Erde zurück, damit seine Anhänger ihm das geben konnten, was ihm zustand. Dann bat der Priester einen Vertreter jeder Nation der Erde, die Anrufung zu rezitieren und sich von einem gigantischen natürlichen Felsenturm, umgeben von Wasser, ins Meer zu stürzen. All das ist ziemlich absurd, nicht wahr? Bitte fahren Sie fort, Barnes. Wie Sie wünschen. Weiter steht da, dass die Zeremonie unter dem Bild des Boten der äußeren Götter stattfinden muss. Über diese Wesen steht dort sonst nichts Genaues mehr. Der Beschreibung zufolge sehe dieser Bote jedoch recht ähnlich aus wie die ägyptische Sphinx. Nur hat sein Gesicht keine Gesichtszüge und ist pechschwarz. Eine Götterstatue von gleichem Aussehen muss an der Zeremonie teilnehmen. Aber können Sie sich das vorstellen?
ein sogenannter Priester und eine internationale Menschenmenge auf einem Turm, die alle zusammen von einem gesichtslosen Steinlöwen mit Flügeln singen. Ich kann mir das sogar sehr gut vorstellen, Barnes. Sie sagen, dass diese Menschen sich ins Meer stürzen müssen, damit ihr Gott das bekommt, was ihm zusteht? Aber worum geht es dabei? Was sucht dieser Gott? Das ist der lächerlichste Teil dieser Geschichte und beweist, dass es sich um einen reinen Mythos und Einbildung handelt. Selbst in der Theorie hätte diese Zeremonie niemals stattfinden können. Im Altertum wäre es nahezu unmöglich gewesen, Vertreter aus jeder Nation der Erde an einem Ort zusammenzubringen. Ich verstehe Sie, Barnes. Bitte tun Sie mir den Gefallen und beantworten Sie meine letzte Frage. Was will dieser Leviathan von uns? In der Tat schulden wir diesem Wesen angeblich unsere Welt. Wenn man diesem Buch zufolge die Zeremonie abhält, die Menschen sich opfern und der Dämon angerufen wird, erhebt er sich und verschlingt die Erde. Ja, Holmes, sie strebten nichts weniger an als das Ende der Welt. Was für ein Unsinn! Danke, Barnes. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Die Zeitung von vor unserer Abfahrt. Suchen Sie sie, Watson. Es stand ein Artikel über die aktuelle Sternenkonstellation drin. So erfahren wir vielleicht genau, wie viel Zeit uns bleibt. Aber Holmes, Sie glauben doch wohl nicht. Die Zeitung, Watson. Suchen Sie diese Zeitung. Schottland. Sehen Sie, Watson! Leuchtturm. Das Licht ist kaum zu sehen. Das erklärt die zerschollenen und verschwundenen Schiffe in letzter Zeit. Holmes! Wenn wir nicht bald einen Platz zum Anlegen finden, werden sie unsere Namen wohl zu den armen Seelen schreiben, die in diesen Gewässern verloren gingen. Oh mein Gott! Sehen Sie, Holmes! Das Meer, es hat ihn einfach verschlungen! Lämmer für die Schlachtbank! Watson, wir müssen das verhindern! Ja, müssen wir, aber das dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich mache beim nächsten Mal weiter. Haut rein, bis nächste Folge. Euer Pyrus, tschüss, bis dann.